Bist du Anfänger auf der E-Gitarre und würdest gern Tapping lernen und so weiter, aber weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, dann bist du heute hier mal genau richtig. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Hammer-Ons und Pull-Offs. Die bilden quasi, ja, sag ich mal, die Basics, um überhaupt Tapping lernen zu können. Und damit ist ein Thema, damit beschäftige ich mich jetzt seit ein paar Wochen, sage ich jetzt mal, ein bisschen intensiver, und deswegen wollte ich da mal meine Erkenntnisse mit euch teilen. Und ich nehme euch dazu in die Nahaufnahme, es gibt auch eine kleine Übung dazu, dann erkläre ich euch das im Detail, und die Übung könnt ihr natürlich wieder skalieren, vom Basic-Einsteiger bis hin zum absoluten Hardcore-Profi lässt sich das auf jeden Fall, spätestens wenn man die Geschwindigkeit ändert und so, lässt sich das auf jeden Fall immer ein bisschen fordernd gestalten, macht dann dementsprechend Spaß und bringt einem halt auch entsprechend Fortschritte, die man sich wünscht. Du drückst jetzt erstmal auf den Like-Button, lässt mir ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, und dann geht's ab in die Nahaufnahme, dann zeige ich dir mal, wovon ich hier rede. Ich zeige euch das Prinzip mal. Ich bin da selber noch am Üben. Ein kleiner Disclaimer, ich bin darin definitiv noch nicht perfekt. Ich zeige euch auch, wie es ein bisschen falsch geht und so weiter. Mit den Hammer-Ons ist es eigentlich ganz einfach. Hammer-Ons sind dafür da, wenn ihr Töne höher von dem, den ihr gegriffen habt, mit anspielen wollt, ohne sie anschlagen zu müssen. Zeige euch hier mal den Unterschied. Das war jetzt mit Pick. Und dann haben wir hier ohne Pick. Und ihr merkt, das ist ein bisschen softerer Übergang, das ist ähnlich wie ein Slide. Man hat halt eben so einen, ja, fließenden Übergang, sage ich jetzt mal, ohne dieses Pick-Geräusch dazu. Kann ein sehr cooles Stilmittel sein, wenn ihr dann das alles schneller beherrscht. Dann kann man da auch viel machen. Ich bin da selber noch vor allem mit der Geschwindigkeit am Hadern, aber es ist eine relativ gute Technik, um einfach die Schlaghand ein bisschen zu entlasten und einfach mehr Freiheit zu haben. Jetzt die Frage, wie funktionieren die genau? Generell gesehen kann man Hammer-On auch ohne überhaupt was anzuspielen machen. Aber natürlich werden sie meist gemacht, dass der erste Ton angeschlagen wird und dann kommt das Hammer-On dazu. Ich benutze sie zum Beispiel gerne mal beim Rumsolieren so. Da kann man halt eben viel mitmachen. Und ja, wie geht das Ganze jetzt? Das Prinzip ist eigentlich nur, dass ihr stark genug mit dem Finger auf die Saite, die ihr spielen wollt, anschlagt. Einfach nur quasi drauf hämmern, deswegen auch Hammer-On. Die Schwierigkeit des Ganzen besteht darin, dass ihr zum Beispiel nicht die Saite darunter mit runterdrücken sollt, weil es vor allem im High-Gain-Bereich eben zu fiesen Nebengeräuschen kommt. Ich demonstriere das mal. Merkt schon, wenn ihr die Saite darunter, die mute ich zwar immer so mit dem Zeigefinger ein bisschen, aber wenn man die mit berührt und auch mit runterdrückt, dann kommt es halt manchmal zu Nebengeräuschen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wie stellen wir das jetzt an? Es ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst üben. Es gibt da leider keine Abkürzung oder sowas. Versucht, genauso wie wenn ihr greift, also wenn ihr tatsächlich nur eine Saite greift, genau die Saite so zu treffen. Wenn ihr die Saite dann so trefft, generell gesehen, fangt ruhig an, einfach nur mal zu zielen. Ihr müsst doch gar kein Hammer-On, kein richtiges machen. Und wenn ihr dann den Winkel so ein bisschen raus habt, dann probiert ihr es mit dem Hammer-On, da einfach ein bisschen mehr Kraft drauf zu geben und probiert das Ganze dann immer wieder aus. Und wenn ihr das dann habt, dann probiert ihr das einfach mal mit dem Ringfinger. Und dann kommt die Königsdisziplin, das Ganze auch mit dem kleinen Finger einigermaßen hinzukriegen. Und wie ihr jetzt gerade gemerkt habt, wenn ich den Finger loslasse, kommt noch ein weiteres Geräusch. Da geht es wieder zurück auf den, ich bin ja hier im 9. Bund auf der G-Seite, geht es wieder zurück auf das E. Das sind die sogenannten Pull-Offs. Die gehen eigentlich quasi Hand in Hand mit den Hammer-Ons. Und zwar, wenn ihr runter geht und nicht einfach nur den Finger wieder gerade anhebt, sondern so ein bisschen zupft. Es braucht nicht wirklich viel Arbeit oder viel Aufwand dafür. Aber ihr dürft halt nicht ganz 100% gerade runtergehen, sondern so, dass ihr mit der Fingerkuppe dann quasi die Saite nochmal anschlagt. Dann geht ihr quasi wieder auf den Ton, den ihr vorher gegriffen habt, raus. Ihr könntet das theoretisch natürlich auch mit der Leerseite machen.
Aber da ist es dann meiner Meinung nach noch merklich komplizierter wegen den Störgeräuschen, weil da reicht es dann, wenn ihr leicht an die Seite drunter oder drüber rankommt. Ihr könnt natürlich dann auch hier in dem Fall wieder den Zeigefinger zum Muten benutzen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt auf der Leerseite. Jetzt haben wir eben ja das Problem so. Ist das gar nicht so schwer. Das ist eigentlich so gar nicht das Problem, das Ganze mit dem Mittelfinger hinzubekommen. Problematisch wird es dann eher beim Ringfinger und beim kleinen Finger. Beim kleinen Finger habe ich immer das Problem, ich komme da sehr schnell an die Seite darunter und produziere dadurch Störgeräusche. Vor allem, wenn es dann schneller geht. Ich meine, so ein so ein Ding kriege ich meistens hin, wenn es langsam ist. Aber wenn es schneller wird, habe ich da eben noch meine Probleme. Da müsst ihr tatsächlich zugucken, dass ihr die Präzision richtig hinkriegt. Ihr müsst so mit dem kleinen Finger aufkommen, dass ihr quasi tatsächlich die darunterliegende Seite, also in dem Fall jetzt die B-Seite bei mir, nicht mit ihm berührt. Dann klappt das auch meistens mit dem Pull-Off. Schon ist das Geheimnis quasi gelüftet. Das erfordert viel, viel Übung. Es gibt da keine Abkürzung. Also da gibt es nicht irgendwie, ja, der geile Trick, mit dem du es immer schaffst und pipapo, sondern das ist tatsächlich motorisches Gedächtnis, Übungssache. Das heißt, im Umkehrschluss, ich mache euch dann ein paar Übungen zusammen. Ganz einfache Übungen für einen Finger jeweils. Dann auch schwierigere Übungen, auch mal hier so mit Mittelfinger und Ringfinger. Das wäre zum Beispiel, wenn ihr mit dem Zeigefinger zum Beispiel dann im Anschluss gleich was anderes vorhabt, dann macht es natürlich Sinn, das dann gegebenenfalls mal mit einem Mittel- und Ringfinger oder Mittel- und einem kleinen Finger zu spielen. Und natürlich gibt es dann auch diese Kombinationen, dass man sagt, man geht jetzt hier einen Lauf rauf mit Hammer-Ons und wieder runter mit Pull-Offs. Das ist eine Sache, da tue ich mich immer noch relativ schwer. Vor allem eben die Pull-Offs mit dem kleinen Finger habe ich eben da die Probleme. Aber das ist halt einfach motorisches Gedächtnis, Übung und tatsächlich fokussiert die Präzision üben. Natürlich immer am besten mit Metronom, fangt ruhig langsam an, aber steigert euch dann nach und nach und versucht wirklich das, vor allem mit dem kleinen Finger, dass ihr da nicht ständig an die darunterliegende Seite oder noch schlimmer an die darüberliegende Seite kommt. Ich persönlich mute die darüberliegende Seite noch mit meinem Zeigefinger so ein bisschen. Da bin ich mit der Fingerkuppe quasi dran. Da kommt dann kein richtiger Ton mehr raus, wenn man da mal ein bisschen rankommt. Merkt ihr, da hört man nur dieses leichte Klacken. Das fällt dann im richtigen Spiel gar nicht mehr so auf. Aber Ziel ist es natürlich, die Seite, die man treffen möchte, zu treffen, ohne eine der anderen Seiten zu berühren. Sowohl beim Hammer-On als auch beim Pull-Off. Und ja, das geht dann halt eben so weiter, dass man halt irgendwann versucht, dann ja, solche Läufe schneller spielen zu können. Und wenn man ja genügend Zeit reinsteckt, sage ich mal, ich mache das jetzt auch vermehrt beim Solieren und beim Improvisieren, dass ich sowas einfach mal versuche mit einzubauen, dann wird man damit sehr schnell etwas firmer, sage ich jetzt mal. Natürlich von der Perfektion bin ich noch weit weg, das ist absolut klar. Legato-Spiel ist in Anführungsstrichen nichts für blutigste Anfänger. Es ist schwierig und es ist wirklich eine Königsdisziplin, das richtig, richtig gut zu meistern. Wird ja zum Beispiel auch beim Sweep Picking oft benutzt, zum Beispiel hier bei so einem Amol-Arpeggio. Wird auch mit einem Hammer-On am Ende und einem Pull-Off am Anfang gearbeitet, zum Beispiel wenn man jetzt auf der höchsten Seite anfängt. Oder eben andersrum, je nachdem, wie man halt eben spielt. Und es ist eine Technik, meiner Meinung nach, die macht sehr viel Spaß. Die kann man auch einfach mal so einbauen, wenn man jetzt hier einfach mal zwischendurch irgendein kleines Hammer-On mit einbaut hier so. Und man muss nicht immer irgendwie hier so wie der 80s Rockstar hier so in den Pausen zwischen den Songs auf der Bühne. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, geht aber natürlich. Und dann gibt es ja auch so diese Filler oder die Enden von irgendwelchen Soli, die dann halt eben so, die dann quasi so ganz schnelle Hammer-Ons spielen und dann eben auf einen langen Ton enden zum Beispiel. Gibt ja da viele Methoden, um die Dinge einzusetzen. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, am Anfang wird es eher langsam gehen und es erfordert ein bisschen Übung, auch natürlich ein bisschen Kraft in den Fingern. Das muss man auch erstmal sich antrainieren, weil man da eben nicht einfach nur nicht greift, sondern
eben richtig hämmern muss, wie der Name Hammer On ja schon verrät. Testet es auf jeden Fall aus. Ich mache euch eine Übung zusammen, die wirklich für Anfänger geeignet ist. Ich mache auch eine etwas kompliziertere Übung mit so dreiteiligen Hammer-Ons, also bei dem ihr dann tatsächlich mit Pull-Offs wieder zurückgeht und so weiter, also aus drei Tönen bestehend. Und natürlich lässt sich die Übung auch sehr, sehr gut skalieren, indem ihr dann zum Beispiel die BPM mal ein bisschen anhebt. Gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung Guitar Pro Tab, PDF, je nachdem, was ihr bevorzugt oder was ihr öffnen könnt. Und dann könnt ihr euch das selber an die Übung machen. Ich packe natürlich auch wieder mal ein, zwei Soundbeispiele dazu, wie sich es dann im Endeffekt anhören soll, auch von der Rhythmik. Und das ist quasi, ja, in Anführungsstrichen, die grundlegende Kunst der Hammer-Ons und Pull-Offs. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man die Präzision übt. Und mit der Präzision und mit mehr Spielen kommt dann natürlich auch die Routine, wie es halt eben bei fast jeder Technik ist, die man so lernen möchte. Und ja, jetzt geht's wieder zurück zu mir. Jetzt kriegt ihr wieder mein Gesicht zu sehen. Und dann sind wir für heute quasi fast schon durch. Und das ist basic, grundlegend das ganze Geheimnis hinter Hammer-Ons und Pull-Offs, wie man die eben so anschlägt, spielt, wie auch immer. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, das eigentlich nur sauber hinzukriegen. Ihr müsst halt eben schauen, wie ich es ja in der Nahaufnahme schon gesagt habe, dass ihr zum Beispiel keine anderen Saiten mit anschlagt, dass ihr vor dem Pull-Off eben kein Bending macht und ähnliche Geschichten. Das kann sehr tricky sein. Ich habe damit, wie ich ja erwähnt habe, wie ihr auch wahrscheinlich gehört habt, auch noch meine Probleme. Aber wenn man das täglich in die Übungsroutine mit einbaut und auch beim Solieren oder beim Improvisieren, wenn ihr über irgendeinem Backing-Track oder sowas spielt, einfach ab und an mal so ein Hammer-On und Pull-Off mit probieren und mitmachen, dann tun sich da spielerisch ganz, ganz neue Sachen auf. Und natürlich gilt wie immer, wenn man die Geschwindigkeit entsprechend hochkriegt und dann auch, ja, sag ich mal, die Griffwechsel, wenn ihr jetzt hier meinetwegen im fünften Bund seid und macht hier Hammer-Ons und Pull-Offs, da dann halt eben auch dann auf der nächsten Seite im siebten Bund quasi das gleiche Muster oder ein anderes Muster zu vollführen, das ist dann halt eben die Königsdisziplin, das dann richtig schön schnell hinzukriegen und da richtig coole Läufe draus zu machen. Aber wie immer ist aller Anfang langsam auf der E-Gitarre auf jeden Fall, gilt eigentlich quasi für jedes Instrument und mit der Zeit kommt dann die Routine rein, mit der man dann Sachen halt auch einfach ein bisschen schneller hinbekommt. Und da wollen wir alle drauf hinarbeiten, deswegen nehmt sowas auf jeden Fall in euren Übungsplan mit auf, falls ihr in Richtung Legato-Spiel bzw. Tapping gehen wollt. Wenn euer Lieblingsgitarrist jetzt John Petrucci ist und ihr spielen können wollt wie er, dann ist Legato definitiv nicht der Way to go, weil Petrucci schon mal selber in einem Interview gesagt hat, dass er tatsächlich jeden Ton mit dem Pick anschlägt. Ist dann natürlich jedem selbst überlassen. Manche wollen breit aufgestellt sein, manche wollen unbedingt solche Techniken lernen. Sucht es euch aus, auf jeden Fall macht es Spaß, wenn man die mit benutzt und entlastet natürlich auch die Schlaghand immer mal ein bisschen. Formt natürlich auch ein bisschen andere Sounds, da sind ein paar andere Sachen möglich. Hammer-On und Pull-Off-Ton klingt halt immer ein bisschen anders, als wenn ihr jetzt ganz normal mit dem Pick anschlagt. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen und aktiviert gerne die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das nächste Video online geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.